Um ein paar wärmende und gesellige Stunden miteinander erleben zu können, lädt die Leitung des Wohnheims Sacken alle Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige zu einem Törkele-Nachmittag ein. Die ISD-Heime fungieren ja als Wohnraum für unsere Bewohner. Die Bewohner sollen sich wohlfühlen und da gehört natürlich Veranstaltungen wie der Zünftin Gaudi auch dazu. Die Bewohner, die leben da natürlich richtig auf, nicht? Mit solchen Veranstaltungen und dem Sound, wenn man so will, trifft man natürlich den Nerv von vielen und das ist, ich finde das ganz, ganz toll. Und ich möchte mich auch vor allem bedanken, dass sowas möglich ist bei den Künstlern, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass die ihre Freizeit zur Verfügung stellen für solche Aktivitäten. Ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass ich in einem Altersheim spiele. Ich mache das gern. Und vielleicht kommen wir mal etwas zurück, wenn ich mal also selbst Insasse bin, dann werde ich mich genauso freuen, wenn einmal eine Abwechslung reinkommt in den Alltag, wenn ein Musikant kommt und etwas spielt zum Mitsingen oder wenn so wie der Roland Staudinger kommt und Geschichten vortragt. Also sowas macht man gerne, ist einfach eine Ehrensache. Natürlich durften kulinarische Köstlichkeiten wie Kastanien, ein Gläschen Wein und leckere Kirchel nicht fehlen. Und so konnten die Bewohner einmal dem Alltag entfliehen und es sich gut gehen lassen.